Nikola Motors ist nun offensichtlich in Rekordzeit ins Bewusstsein von uns Privatanlegern vorgedrungen. Ich hatte die Aktie vor 10 Tagen hier auf dem Kanal als Geheimtipp vorgestellt. In diesem Video gleich, was hinter dem fulminanten Anstieg jetzt steckt und wie es mit der Aktie weitergehen könnte. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal zum, glaube ich, 223. oder 224. Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und am 3.5., also vorletzten Sonntag, hatte ich hier auf dem Kanal Nikola Motors als meinen Wasserstoff-Geheimfavoriten vorgestellt. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr es nochmal anschauen wollt. Da drin gibt es Infos zur fundamentalen Situation bei Nikola. Warum sind die LKWs so spannend? Was passiert hier gerade? Und die Aktie war am Freitag vor diesem Video bei exakt 13 US-Dollar aus dem Handel gegangen und am gestrigen Dienstag war der Schlusskurs bei 27,10 US-Dollar. Kein Witz. Das heißt, wer damals gekauft hat, sitzt tatsächlich auf Kursgewinnen von 108% jetzt in 7 Handelstagen. Ihr seht, es lohnt sich definitiv, meinen Aktienkanal zu schauen. Klickt einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr hier künftig kein Video mehr von mir. In diesem Video jetzt wollte ich euch erklären, wieso ein fulminanter Anstieg eigentlich möglich war, obwohl sich fundamental in dieser Zeit beim Unternehmen quasi nichts verändert hat. Und zusätzlich wollte ich am Ende des Videos auch nochmal auf Nel Asa und Ballard Power eingehen. Die sind ja sehr beliebt bei euch, bei deutschen Anlegern allgemein. Und ich gehe noch kurz auf ITM Power, einen weiteren Wasserstoff-Senkrechtstarter. Die haben heute ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht schon wieder, trotz Corona. Auch dazu am Ende noch mein Kommentar, mein Statement. Warum Nikola Motors langfristig eine aussichtsreiche Spekulation ist, habe ich ja schon erklärt im letzten Video. Der Auslöser für den jetzigen fulminanten Anstieg war aber wohl ein Tweet von CEO Trevor Milton. Den habe ich euch hier mal gescreenshootet. Der hat nämlich gesagt, dass man sich auf einem sehr guten Weg befinde, dass der Zusammenschluss der beiden Unternehmen jetzt in den ersten beiden Juniwochen gelänge. Was heißt das für alle, die nicht so auf der Thematik vertraut sind? Nikola geht quasi durch die Hintertür an die Börse, indem es in die Hülle einer anderen leeren Aktie schlüpft, also wo kein operatives Geschäft vorhanden ist. Und dieser Deal, diese Fusion mit diesem leeren Unternehmen quasi, scheint jetzt endgültig in trockenen Tüchern zu sein. Und das hat zu diesem fulminanten Anstieg der Aktie geführt, beziehungsweise hat den Anstieg ausgelöst. Und dann gab es so eine Kettenreaktion, das Handelsvolumen stieg massiv an. Ihr seht das mit den blauen, zwei blauen Einkreisungen, die ich da gemacht habe, das war der Auslöser und dann hat sich das Ganze in so eine Art Manie gesteigert in den letzten Tagen. Der Anstieg wird immer dynamischer, sowohl beim Kurs als auch beim Handelsvolumen und allein am gestrigen Dienstag wurden jetzt fast 20 Millionen Aktien gehandelt, also riesen Volumina, ähnlich groß war das Interesse nur kurz nach Bekanntgabe der geplanten Einbringung damals Anfang März, auch das könnt ihr im Chart noch erkennen und ihr seht dort auch den damaligen Anstieg bis auf 16,25, da ging es auch fulminant hoch kurzzeitig, dann wieder runter auf unter 11 im Zuge der Corona-Krise auch damals. Also bereits da hat man die extreme Volatilität der Aktie gesehen und die Erklärung für diese hohe Schwankungsbreite, die ist eigentlich relativ simpel. Es gibt zwei Komponenten, die wir hier haben. Zum einen, klar, das stark steigende Interesse der Anleger, Wasserstoff-LKW, Nikola Motors kommt immer mehr ins Bewusstsein und auf der anderen Seite ganz wichtig, das relativ geringe Angebot an frei handelbaren Aktien. Es gibt zwar insgesamt 403 Millionen Aktien jetzt, wenn die Einbringung vollzogen wird. Bisher sind aber nur die 23 Millionen Aktien davon handelbar, also vielleicht 5%, die bereits beim Börsengang von Vector IQ, also dieser leeren Börsenhülle vor 2 Jahren, ausgegeben worden sind. In den USA sind das sogenannte Vorratsgesellschaften, im Prinzip leere Börsenmäntel mit Kapital aber. Die Vector IQ zum Beispiel hat 237 Millionen Dollar Kapital, aber ansonsten eben keinerlei operatives Geschäft. Und die Aktien dümpeln dann unter Umständen Monate, Jahre lang vor sich hin, Marktkapitalisierung, Kurs in etwa halt auf Höhe des Cashbestandes, so lange, bis sich ein Unternehmen mit operativem Geschäft dafür entscheidet, mit dieser Vorratsgesellschaft zu fusionieren. Das hat für dasjenige Unternehmen, das fusioniert mit operativem Geschäft, quasi den Vorteil, dass der Börsengang viel einfacher und auch kostengünstiger ist als ein normales IPO. Und genau das hat Nikola Motors jetzt gemacht und so kommt es, dass die Aktie bisher auch noch Vector IQ heißt und nicht Nikola Motors. Zurück zum Kursgeschehen. Letztlich erfolgt die Kursbildung an der Börse, wisst ihr, immer noch durch die Angebots- und Nachfragerelation. Und wenn es da zu krassen
Ungleichgewichten kommt, indem es, wenn das einfach eine sehr hohe oder weiter steigende Nachfrage auf ein sehr knappes Angebot trifft, kommt es halt zu einem sehr schnellen Kursanstieg. Das ist ganz simpel. Aber was man verstehen muss dabei, dass diese stark steigende Nachfrage eben nicht nur durch eine gute operative Entwicklung ausgelöst werden kann oder durch Übernahmegerüchte oder ähnliches, sondern eben auch schlicht und ergreifend nur durch steigendes Interesse der Anleger an sich, speziell der Privatanleger. Und dieses Interesse kann in der heutigen Zeit, bedingt auch durch das Internet natürlich und nochmal verstärkt durch soziale Netzwerke wie Twitter, in Rekordgeschwindigkeit ansteigen. Also da kann es einen massiven Sentimentwechsel geben, sagt man da innerhalb kürzester Zeit. Und so kann es passieren, dass der Kurs explodiert, ohne dass sich an den operativen Aussichten des Unternehmens auch nur das Geringste geändert hätte. Und eine ganz ähnliche Situation gab es vor kurzem bei Virgin Galactic, US-Kürzel SPCE. Auch die Aktie hatte hier auf dem Kanal ganz ausführlich vorgestellt, bevor dann der Kurs regelrecht explodiert ist, auch im Anschluss danach. Also gleiche Situation, ich stelle euch den Link zu dem damaligen Video von Virgin Galactic nochmal unten rein in die Beschreibung, könnt ihr euch nochmal anschauen. Hier mal der Kursverlauf von Virgin bis heute und ihr seht die frappierende Ähnlichkeit mit Nikola Motors. Kurz, wer Virgin nicht kennt, also Raumfahrt-Startup von Richard Branson, macht quasi SpaceX und Blue Origin Konkurrenz der großen, starken Konkurrenz, wo Elon Musk und Jeff Bezos von Amazon dahinter stehen. Auch hier war der Ausgangspunkt $10, auch hier Reverse Merger, damals mit einem obskuren Unternehmen namens Social Capital Hedosophia hießen die. Auch da zunächst Sprung von 10 auf $13, dann starke Rücksätze und dann eine Kursexplosion bis auf über $40 in der Spitze. Und interessant für Nikola-Aktionäre, danach fiel die Aktie Mitte März wieder bis auf unter $10 zurück. Das heißt, kurzfristig wurden alle Gewinne, die Vervierfachung, komplett wieder abgegeben. Und muss aber auch sagen, solche Effekte gibt es nicht nur bei den Reverse-Merger-Situationen, sondern auch bei regulären IPOs. Und zwar in letzter Zeit immer häufiger, weil die Emittenten teilweise bewusst das Angebot verknappen. Das heißt, beim IPO wurden bewusst relativ wenige Aktien verkauft, anfänglich. Und wenn dann der entsprechende Sektor oder Branche in Mode kommt, wenn es einen Hype gibt in dem Bereich, geht der Kurs dann kurzfristig komplett durch die Decke. Eben wieder durch diese Angebots-Nachfrage-Relation, die dann nicht mehr stimmt. Die bekanntesten Beispiele waren in letzter Zeit hier Tilray, der Cannabis-Senkrechtstart, die sind von 20 auf über 300 gestiegen und dann auch noch die vegane Burger-Aktie Beyond Meat. Hier der Chart, die haben sich schon am ersten Handelstag, sind die quasi mit einer Verdopplung schon vom IPO-Preis gestartet, dann aber trotzdem noch weiter von 40 auf über 200 gestiegen. Also Kursvervielfachungen bei diesen beiden Werten und danach, aber auch jeweils wieder massive Rücksetzer, speziell bei Tilray, die sind einen kompletten Bach runter, was natürlich mit der Cannabis-Situation insgesamt zusammenhängt. Aber als Anleger, falls ihr Anleger von Nikola Motors seid oder überlegt, Aktien zu kaufen, müsst ihr euch ganz klar machen, dass auch bei Nikola Motors es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht eine solche Ernüchterungsreaktion, sage ich mal, geben wird in den nächsten Wochen und Monaten, dass es einen krassen Rücksetzer geben wird. Warum? Was da fundamental dahinter steckt, dafür gibt es eine sehr, sehr ausführliche Analyse jetzt am Samstag im Aktienreport nochmal. Auch was es mit dem Optionsschein auf sich hat, wie viele neue Aktien auf den Markt kommen werden bei Nikola. All das am Samstag kostenlos im Aktienreport. Der Artikel steht schon sehr spannend. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de Link und beantwortet dann die Bestätigungsmail in eurer Mailbox. Und ihr habt den Report am kommenden Samstag und an jedem folgenden Samstag vollkommen kostenlos in eurer Mailbox. So, jetzt noch kurz zu den anderen genannten Wasserstoffaktien. Nelasa ist, wie gesagt, was die operative Entwicklung betrifft, stark von Nikola Motors abhängig. Hier der Chart von Nelasa. Ich würde mal sagen, es war unter dem Strich eine marktkonforme Entwicklung bei der Aktie in letzter Zeit. Wir haben einen starken Anstieg gehabt kurz vor der Corona-Krise. Dann kam ein starker Abschluss über fast allen Aktien. Und jetzt die Erholungsbewegung war, würde ich mal sagen, durchschnittlich im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ich denke, dass das in erster Linie damit zusammenhängt, dass die zurückgefahrenen bzw. verschobenen Wasserstofftankstellenpläne von Nikola, also dass es damit zu tun hat und der unklaren Situation hinsichtlich der Wasserstoffförderung in China ab 2021 insgesamt. Ich hatte ja schon im Video vom 3. Mai gezeigt, dass die Umsatz- und Gewinnschätzungen bei Nel in den letzten 18 Monaten gesunken sind. Immerhin ist der Auftragsbestand jetzt angestiegen um 46% auf 592 Millionen norwegische Kronen. Der Wasserstoffboom könnte weiter anhalten, was der Aktie dann selbst bei wenig überzeugender operativer Performance helfen könnte, Unterstützung bieten könnte. Also neutral würde ich sagen. Hier jetzt noch der Chart von Ballard Power, einer weiteren Lieblingsaktie von vielen deutschen Anlegern.
Der Chart sieht fast identisch aus mit dem von Nel Asa, haben sich fast gleich entwickelt in letzter Zeit und ich bin weiter skeptisch für Ballard Power, weil das Unternehmen sich sehr auf den chinesischen Markt und dort speziell auf den Busmarkt in China fokussiert. Und wenn hier ab 2021 die Förderung zurückgefahren wird, was durchaus passieren kann, dann hätte Ballard ein großes Problem. Deswegen bin ich persönlich hier eher zurückhaltend, eher skeptisch. Bei Ballard und zum Schluss noch kurz ITM Power. Die Aktie ist auffallend stark im Moment, hier mal der Chart an der Heimatbörse in London. Wir haben hier schon vorgestern, glaube ich, neue Allzeithochs gesehen. Also wesentlich stärker entwickelt hier als die anderen Wasserstoffaktien, mit Ausnahme von Nikola Motors. Und ITM Power ist ebenfalls ein Elektrolyse-Spezialist, eigentlich wie Nel Asa. Und mit dieser Technologie lässt sich eben aus erneuerbaren Energien sogenannter grüner Wasserstoff erzeugen. Also Wasserstoff vollkommen ohne Verbrauch von CO2 bei der Herstellung. Und mit Großaktionär Linde haben die einen sehr starken Partner im Rücken, mit dem man in Zukunft groß angelegte Elektrolyseprojekte realisieren will. Die Kapazitäten werden da am Standort in Sheffield auch massiv ausgeweitet im Moment. Zuletzt gab es mehrere Aufträge. Der Chart sieht sehr, sehr bullisch aus. Ich würde jedoch für einen Einstieg jetzt eher einen Rücksetzer in den Bereich des Ausbruchsniveaus bei 170 britischen Pence abwarten. Das entspricht ca. 1,90 bis 1,95 Euro. Und bemerkenswert aus meiner Sicht ist hier, dass die Analysten von First Berlin, die ansonsten meist mit sehr hohen Kurszielen hausieren gehen bei ihren besprochenen Werten, ausgerechnet bei ITM Power nur einen Kurs von 105 Pence für fair ansehen. Das entspräche einer Halbierung, fast einer Halbierung vom aktuellen Kurs. Das heißt, fundamental scheint schon relativ viel eingepreist zu sein bei ITM. So viel für heute. Am Sonntag geht es hier mit Wirecard und Tesla weiter, zwei alten Bekannten. Drückt auf den Abonnieren-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis Sonntag. Ich bin Armin Brack. Ciao, macht's gut.